Hallo meine Lieben, herzlich willkommen hier bei Part 17 schon von unserem Let's Play mit Lumi. Beziehungsweise es ist ja inzwischen gar nicht mehr das Let's Play nur mit Lumi, sondern auch das Let's Play mit Nick und mit Yuki. Und apropos Yuki, ich habe gerade den Spielstand geladen und bin gerade aufs Grundstück von Nick und Lumi gegangen. Und wie ihr seht, hat es mich zu Yuki katapultiert und er steht mal wieder vor seiner Bude. Hat er ja eine ganze Weile nicht gemacht und ja, jetzt ist er hier wieder bei seiner Freundin und bettelt um Essen. Ja, Yuki ist auf jeden Fall unterwegs, das fand ich gerade ziemlich lustig, das wollte ich euch kurz zeigen. Ja, ansonsten ist es Dienstagmittag und Lumi muss eigentlich heute noch ein paar Sachen für die Arbeit machen. Es kam aber eigentlich auch schon die Nachricht, dass sie in Elternzeit gehen kann, aber irgendwie, keine Ahnung, ist das hier gerade ausgeblendet? Müssen wir mal gucken, ob das dann noch irgendwie geht. Ja, ich bin auf jeden Fall schon ganz gespannt, denn in diesem Part wird ja das Baby geboren von den beiden, unser kleiner Junge. Ich freue mich schon total. Also ich bin auch ein bisschen traurig, dass Lumi dann nicht mehr schwanger ist, weil sie schwanger wirklich so schön aussieht. Aber ja, ich glaube, die beiden sind auch schon voller Vorfreude. Sie ist jetzt, ja genau, im dritten Trimester schon von ihrer Schwangerschaft. Wir haben ja im letzten Part auch erfahren, was die beiden bekommen. Und zwar, dass sie einen kleinen Jungen bekommen. Hier hängt unser Ultraschallbild an der Wand. Wir müssen dann auch gleich nochmal schauen, weil Nick ist ja im letzten Part auch bei Lumi eingezogen. Und wir hatten ja auch gesagt, dass er dann auch ein paar Dinge aus seinem alten Haus oder seiner alten Wohnung auch mit in dieses Haus bringt. Da müssen wir auf jeden Fall gleich mal schauen, dass wir da auch ein paar Dinge noch platzieren. Oh Lumi, du bist so schwanger. Du kannst dich jetzt hier einfach mal vor den Fernseher setzen, auf die Couch sitzen, ein bisschen Fernsehen. Und was macht Nick? Der schaukelt. Nee, du kannst jetzt mal nicht schaukeln. Weil ich finde, du kannst dann mal was zu essen machen gerade. Ich weiß nämlich gerade gar nicht, ob hier noch was im Kühlschrank ist. Oh ja, schon noch einiges auf jeden Fall. Aber auch von jedem nur noch eins. Und ja, er muss sowieso seine Kochskills ein bisschen hochtreiben. Was hat er denn? Ja, Level 2 gerade so. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Das kann er noch ein bisschen verbessern. Dann mach doch mal hier diese Sandwiches. Und zwar diese Speckersatz-Tomaten-Sandwiches. Weil Lumi ist ja Vegetarierin. Genießt auf jeden Fall nochmal die Ruhe, ihr beiden. Die essen jetzt hier noch was zusammen. Denn, ja, dieser Bauch ist riesengroß. Ihr wisst es. Und wenn dieses Baby erstmal da ist, was nicht mehr allzu lange dauern wird, dann, wird das die beiden bestimmt ordentlich auf Trab halten. Dann wird es hier nicht mehr so ruhig sein. Also genießt das auf jeden Fall nochmal. Nick, ich finde, er sieht auch so ein bisschen ängstlich aus, oder? Also, als wenn er noch nicht so richtig weiß, was ihn da erwartet. Ach ja, Yuki ist jetzt auch wieder zu Hause. Der muss gleich mal ein bisschen bespaßt werden. Dem geht's gerade nicht so gut, aber der schläft jetzt erstmal eine Runde. So, die beiden sind fertig mit Essen. Und ich werde, was ich jetzt gerade auch schon gesagt habe, jetzt mal gucken, dass wir ein paar Dinge von Nick nochmal in unserem Haus hier platzieren, auch wenn wir bald schon wieder umziehen. Aber er soll ja auch ein paar von seinen Dingen hier haben. Und es hat leider nicht so ganz so gut geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, weil ich jetzt aus seinem Haus keine Dinge in sein Inventar verschoben habe vorher, weil, ich weiß nicht, ich habe einfach nicht daran gedacht und dann ging das mit dem Zusammenziehen einfach irgendwie so schnell schon. Ich habe aber eben auf seinem Grundstück nochmal geschaut und mir ein paar Sachen rausgeschrieben, die ich dann jetzt platzieren werde. Und ich glaube, das werde ich euch jetzt im Zeitraffer einfach mal reinschneiden. Bis gleich.
ich habe es geschafft. Ja, ihr habt es jetzt gerade schon gesehen in dem Zeitraffer. Ich habe jetzt ein paar Sachen von Nick hier auf jeden Fall platziert. Hauptsächlich hier oben diese Sitzgelegenheit auf dem Balkon. Und ja, dann habe ich auf jeden Fall auch ja, so ein paar Kleinigkeiten einfach hier zum Beispiel im Bad, dass er hier so ein paar eigene Sachen hat. Dann habe ich hier seine Uhr hingehängt, die er im Schlafzimmer hatte. Und, ach genau, hier das Surfbrett. Und ich habe noch seinen kleinen Bus hier auf das Regal gestellt, genau. Und, ach so, genau, in der Küche habe ich auch noch diese kleinen Bildchen gehängt. Die hatte er ja auch in der Küche. So, Yuki ist am Fressen, wunderschön. Dann geh du doch mal zu deiner Lumi, Nick. Und umarm sie einfach einmal liebevoll. Frag mal, ob du das Baby fühlen darfst, vielleicht nochmal. Und frag mal nach dem Entbindungstermin. Also, solltest du eigentlich wissen, aber ja. Kannst du ja mal machen. Ja, er macht dir jetzt auf jeden Fall auch nochmal ein Kompliment. Und ja, küss sie doch nochmal ein bisschen was Romantisches einfach. Sag ihr, dass du sie wunderschön findest. Mit ihrem dicken Bauch. Damit es ihr einfach auch gut geht. Die kann jetzt mal zu Yuki gehen. Nee, Yuki, du rennst jetzt nicht zurück zu deiner Bude. Schluss jetzt, du kommst jetzt nach Hause. So, weil dann kann Lumi ihm jetzt nochmal ein Leckerchen geben. Sie umarmt ihn. Und da war's. Sie spielt eine Runde mit ihm. Und sie könnte ja ihm auch nochmal so einen ganz besonderen Schmatzer geben. Und wie sieht's um unseren Garten aus? Oh, wir können hier was verkaufen. Zwar nicht viel, aber immerhin etwas. Und Nick geht schon wieder schaukeln. Der geht immer schaukeln. Also ja, er ist jung geblieben, sagen wir es mal so. Und guck mal, wie schön das hier aussieht mit dem Licht. Oh, Sonnenuntergang. So, ich weiß nicht ganz genau, wann der Entbindungstermin ist, aber ich möchte eine Sache vorher noch machen, nämlich, dass ich Nick nochmal ganz pflichtbewusst vorher schon mal einen Job sucht. Ich habe zwar auf jeden Fall vor, dass Lumi nach der Geburt dann nach ein paar Tagen auch wieder anfängt zu arbeiten und in ihren Job zurückgeht, weil ich meine, sie liebt ihren Job auch und wird den jetzt nicht dauerhaft aufgeben. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass Nick dann auch eine Zeit zu Hause ist und sich erstmal um das Baby kümmert. Aber ich fände es einfach schön, wenn ein bisschen Geld reinkommt. Und ja, die beiden einfach einen Job haben und er dann auch einen Job hat, in den er dann danach auch wieder zurückgehen kann. Was passt denn mal zu ihm? Ich weiß nicht. Also ich habe ja mal gesagt, dass er irgendwie so ein Surferboy ist, aber ja, Surfen gibt es halt nun mal hier nicht. Das heißt, irgendwie Taucher würde eigentlich ganz gut zu ihm passen. Allerdings kann er das dann natürlich auch nur auf Sulani machen. Beziehungsweise müsste dann, wenn sie umziehen, immer nach Sulani zurückreisen. Das finde ich eigentlich auch nicht so gut. Ja, ich glaube trotzdem, ja, er wird jetzt erstmal Taucher sein. Und ich finde, das, ja, das passt einfach jetzt erstmal am besten zu ihm. Und dann kann er ja, sobald sie dann nach Brindleton Bay umziehen, nochmal schauen, dass er dort dann einen anderen Job irgendwie annimmt, dass er sozusagen saisonarbeitsmäßig dann auf Sulani als Taucher arbeitet und in Brindleton Bay dann als irgendwas anderes. Das müssen wir dann nochmal schauen. Aber er nimmt jetzt erstmal den Taucherjob. Er hat die Taucherkarriere eingeschlagen. Yay! Und er ist jetzt Schnorchelführer bei Tiefster Tauchgang AG. Okay. Was soll er jetzt machen? Er soll ein Tauchmesser an der Tauchbrühe kaufen. Lumi, wie sieht's aus? Haben wir noch Zeit? Kommt das Baby schon? Und dann kann er jetzt nochmal eine Runde schnorcheln gehen. Ja, Nick kann jetzt einfach nochmal ein bisschen schnorcheln schon mal üben. wir tun jetzt einfach mal so, als hätte er das vorher in seinem Leben schon mal gemacht, weil sonst wäre es ziemlich unlogisch, dass er diesen Job annimmt. Aber ja, er kann das jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen üben. So, ist jetzt hier alles fertig mit dem Garten. Oh, guckt mal, Eloise kommt vorbei. Hi. Ja, Eloise, du kannst gern noch reinkommen, aber ich glaube, wir müssen bald weg. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, ob es noch lange dauert. Und Nick, du bist noch am Schnorcheln, oder?
Oh, noch gar nicht. Aber bald auf jeden Fall. Und dann wollte er was? Tauchmesser an einer Tauchboje kaufen. Können wir das denn hier? Nee, irgendwie nicht. Okay, dann müssen wir das irgendwie nochmal woanders machen. Aber das machen wir nicht jetzt. Lumi bittet derweil schon mal ihre liebste Freundin Eloise rein, die einfach so vorbeigekommen ist, mal wieder. Oh mein Gott, ist das hier dreckig. Nick, du hast genug geschnorchelt. Komm zurück, mach hier sauber. Deine Freundin ist schwanger. Du kannst sie hier nicht die Arbeit machen lassen. Du kannst sie jetzt mal sauber machen. Oh, und die beiden begrüßen sich schon mal. Oh, ist das süß. Lumi, dann führ mal eine tiefgründige Unterhaltung mit Eloise. Oh, Yuki, was machst du da? Da steht nicht mal Essen oben drauf. Das macht überhaupt keinen Sinn, was du da machst. Die beiden treffen sich in diesem Mini-Arbeitszimmer. Eloise sitzt schon am PC. Alter, ihr riesiger Bauch. Oh Mann, es kann auf jeden Fall nicht mehr lange sein. Also, so groß wie der ist, Leute, es kann nicht mehr lange dauern. So, und Nick ist am Putzen. Er ist gelangweilt. Hä? Und er will ein Spiel spielen. Nee, du kannst das hier mal aufwischen. Du kannst jetzt kein Spiel spielen. Das ist langweilig. Dieser Sim hasst einfache und wiederholende Aufgaben. Okay, ja gut, dann bist du vielleicht zu klug dafür, Nick. Aber ich meine, das ist hier dreckig. Das muss ja auch sauber gemacht werden. Da kann ich jetzt auch nichts dafür. So, und Lumi geht schlafen. Ich befürchte, dass sie nicht durchschlafen kann, weil sie Wehen bekommt. Aber schauen wir mal. Wir machen mal das Licht aus. Und Nick geht jetzt auch schlafen. Hä, aber ist Eloise nicht noch da? Hä, und er kennt sie gar nicht. Das ist ja total komisch. Hä, haben die sich nicht letztens unterhalten? Dann geh dich noch mal ganz schnell vorstellen, Nick, weil das geht nicht. Das ist die beste Freundin von deiner Freundin. Ein wichtiger Mensch und den solltest du auf jeden Fall kennen. Dann frag sie doch noch mal irgendwas Nettes, lern sie mal ein bisschen kennen. Und ja, über sonniges Wetter einfach ein bisschen sprechen. Macht einfach mal ein bisschen Smalltalk. Und dann, ja, schicken wir sie mal nach Hause, weil Nick muss auf jeden Fall auch schlafen. Es wäre auf jeden Fall nicht gut, wenn das Baby kommt und beide schon total unausgeschlafen sind. Also ja, nutzt lieber die Zeit, jetzt noch zu schlafen. Genießt eure letzte Nacht zu zweit, ihr Lieben. Also ja, bald wird alles ein bisschen anders sein hier. So, Lumi ist aufgewacht um 2:30 Uhr mitten in der Nacht. Sie muss ganz, ganz, ganz dringend auf die Toilette. Das kannst du jetzt erstmal machen. Und sie hat mega Hunger. Wird sich jetzt nochmal was zu essen nehmen mitten in der Nacht. Ich glaube, wir haben hier auch noch einiges im Inventar. Dann nimm dir doch einfach mal hier den Rest von dem Chili. Dann wird das auch mal alles aufgegessen. Hä, warum hat sie hier so viel Gemüse und so drin? Ist ja komisch. Das sollte sie doch eigentlich verkaufen. Ah, dann verkaufe ich das mal eben gerade schnell. Da habe ich bestimmt irgendwann mal aus Versehen auf alles ernten anstatt alles verkaufen geklickt. Aber wir brauchen das Geld. Und dann haben wir hier noch diese Blumen. Genau, die können wir auch alle mal verkaufen. Sehr gut. Dann lass es dir schmecken, Lumi. Hau rein. Und sie hat auch Rückenschmerzen. Oh Mann. Ja, ich meine, der Bauch ist auch riesengroß. Kann ich mir gut vorstellen, aber es ist nicht mehr lange, Lumi. Bald hast du es geschafft. Und da kommt der Nick. Ja, der nimmt sich auch was zu essen. Der nimmt sich Spaghetti. Morgens um 4 kann man mal machen. Dann mach ihm doch mal ein Kompliment und sag ihm, wie sehr du dich aufs Baby freust. Heiratsantrag. Nee, ich glaube, das hat noch ein bisschen Zeit, auch wenn die beiden jetzt bald eine Familie sind. Ja, damit warten wir auf jeden Fall noch ein bisschen. Ja, die plaudern jetzt auf jeden Fall hier noch ein bisschen. Und die Lumi ist ganz von alleine zu Yuki gegangen. Süß. Oh, aber, oh nee. Oh nee, ist Yuki schon wieder krank? Hä, der war doch erst krank. Wir waren doch. Wann war das? Letzten, vorletzten Part waren wir doch erst mit ihm beim Tierarzt. Oh, Yuki. Ja, nachdem die beiden jetzt was gegessen haben, sind sie auch irgendwie überhaupt nicht mehr müde? Ich weiß nicht, die sind anscheinend super früh ins Bett gegangen, sind total fit. Oh, und es ist auch schon Tag 11 von 14 im Sommer.
Das heißt, in wenigen, wenigen Tagen werden wir auch schon wieder umziehen. Ach, ich freue mich auf jeden Fall schon wieder sehr auf das andere Haus. Ja, und die beiden gucken jetzt hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen Fernsehen, weil ja, es einfach irgendwie 6 Uhr morgens ist und die beiden irgendwie total fit sind. Und ja, genießen jetzt einfach nochmal die Ruhe zu zweit. Oh, es ist Lotterie. Und Lumi geht zu Yuki. Oh mein Gott, jetzt haben die Wehen eingesetzt. Es geht los, oh mein Gott. Morgens um 6. Super. Oh je, Lumi. Aber zieh dir erstmal bitte was anderes an, weil du hast deinen Schlafanzug an. Und ja, du kannst dir was Ordentliches anziehen dafür. Und Nick kommt einfach mal zu ihr und umarmt sie und küsst ihr die Hände. Oh, und Nick hat auch noch seinen Schlafanzug an. Zieh dir auch was anderes an. Oh Mann, ja, also Lumi ist völlig in den Wehen und Nick gerät jetzt gerade völlig in Panik. Er ist angespannt. Er hat vorelterliche Panik, weil es jetzt losgeht und jetzt das Baby kommt. So, dann geh jetzt mal ganz schnell dein Baby im Krankenhaus bekommen. Wir gehen natürlich mit und wir nehmen Nick natürlich mit. Oh, es geht los. Ich bin so aufgeregt. Okay, wir sind da. Nick ist überhaupt keine Hilfe, glaube ich. Der ist immer noch komplett in Panik. Und Lumi muss eigentlich mal aufs Klo, aber ich glaube, ihre Bedürfnisse werden gleich sowieso aufgefüllt. Von daher lassen wir das jetzt mal. Du kannst jetzt mal hier dich anmelden gehen, ganz schnell. Und sie hat auf jeden Fall schon ihren Klinikdress an. Und Nick? Der steht hier draußen, Nick. Los, du musst auch reingehen. Nicht, dass der hier noch die Geburt verpasst, also ich glaube das ja wohl nicht. Beeil dich, Nick. Oh, Nick. Beruhig dich. Wo rennt er denn jetzt schon wieder hin? Nee, komm zurück. Du kannst nicht die Geburt verpassen. Alter, was macht sie da? Kriegt sie das hin, oder? Ich weiß nicht, sieht nicht so kompetent aus. Was macht sie da? Spielt sie Tetris, oder? Ich habe mir das noch nie so genau angeguckt. Oh, und es ist da. Und es ist ein Junge. Aber ja, das wussten wir ja bereits. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe mich echt nicht so leicht getan, damit einen Namen auszusuchen. Ich hatte ja am letzten Part schon gesagt, dass es gerne irgendwas sein sollte, was irgendwas mit Wasser zu tun hat oder mit Schnee oder Meer oder Eis oder... Naja, damit das einfach so von der Bedeutung her auch passt. Und ich habe recherchiert und da waren auch ja ein paar ganz schöne Namen dabei, aber irgendwie hat mich nichts so richtig überzeugt. Ja, wir kriegen ja noch ein paar mehr Kinder, also vielleicht... nehme mir dann einen davon beim nächsten Mal. Und deswegen habe ich mich jetzt für einen Namen entschieden, der mir einfach gut gefallen hat, der aber von der Bedeutung her jetzt nicht in dieses Schema eigentlich passt. Aber ja, das ist mir jetzt erstmal eigentlich egal. Ich fand den einfach süß und zwar habe ich mich für den Namen Mika entschieden. Weil ich irgendwie fand, dass der ganz gut zu Lumi und Nick passt. Irgendwie, keine Ahnung, einfach von meinem Gefühl. Ich hoffe, er gefällt euch auch. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr ihn findet. Oh, herzlichen Glückwunsch. Der Arzt hat die Geburtsurkunde vorbereitet. Super. Oh, und da ist er. So, Nick, jetzt entspann dich mal. Ganz ruhig. Du hast es dir so gewünscht. Jetzt beruhig dich endlich. Und Lumi geht direkt zu Mika und nimmt ihn auf den Arm. Oh. Ach, guckt mal, wie süß. Unser kleiner Mika ist auf der Welt und ja, ist direkt mal am Schreien. Oh, jetzt ist er weg. Jetzt ist er zu Hause. Okay, ihr beiden, dann könnt ihr jetzt auch mal nach Hause gehen wieder. Oh mein Gott, und Nick kann es überhaupt nicht abwarten. Er sprintet direkt los. Oh mein Gott. So, wir sind wieder zu Hause. Wollen wir mal gucken, wo das Baby fliegt? Oh, sogar da, wo es soll. Herzlichen Glückwunsch. Und da ist ihr Bauch auch schon wieder weg. So schade, sie sah so schön aus. Aber ja, vielleicht können wir das ja bald wieder haben. Der junge Mann ist auf jeden Fall am Schreien. Aber Lumi ist schon auf dem Weg, um ihn zu beruhigen. So, dann
Ich glaube, nee, ich glaube, Windeln wechseln ist noch nicht an der Reihe. Aber dann gib ihm doch mal was zu essen, dem Kleinen. Oh, und Yuki geht's echt gar nicht gut. Aber das müssen wir im nächsten Part machen. Das schaffen wir jetzt nicht mehr. So, Nick, du kommst jetzt auch mal hier hin. Ich weiß echt nicht, was mit dem los war. Ich meine, er hat Lumi doch gesagt, dass er sich eine große Familie wünscht. Und dann dreht er völlig am Rad. Nee, 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 du bleibst jetzt mal hier, Nick. Du kannst jetzt nämlich auch mal deinen Sohn kennenlernen. Das hast du nämlich noch gar nicht gemacht. Du kannst ihn jetzt mal eine Runde schaukeln. Und ein bisschen liebhaben. Oh, guckt mal. Ach, ich glaube, er hat sich jetzt wieder ein bisschen erholt von seiner Panik. Ja, er hat jetzt auf jeden Fall hier auch diese Stimmung, hier ein neues Leben willkommen heißen, weil er sich immer hier an die Geburt erinnern wird. Und Familienzeit, weil er ist ja ein familienbewusster Sim. So, schläft der Kleine jetzt, oder? Yep, super. Dann, was macht Lumi? Die ist irgendwie draußen im Regen und will irgendwas mit Yuki reden, okay? Nee, du kannst jetzt auch mal zu Nick gehen und ihr könnt euch einfach mal ein bisschen lieb haben und euch freuen, dass ihr jetzt Eltern seid. Knuddelt euch mal und drückt mal deine Zuneigung zu ihm aus. So, der Boden ist mal wieder verschwunden, aber da stören wir uns jetzt nicht dran. Ja, denn mit diesen beiden Süßen, die jetzt eine Familie gegründet haben. Oh, jetzt gehen sie weg. Ihr wollt plaudern, okay. Oh, und sie umarmen sich. Oh. Ja, im nächsten Part müssen wir dann auf jeden Fall mal wieder, schon wieder, mit Yuki zum Tierarzt fahren, da er schon wieder krank ist. Er stinkt und hat irgendwie, keine Ahnung, eine Fliegenkrankheit oder sowas. Ja, wir werden natürlich auch unsere kleine Familie hier weiter kennenlernen und werden mal schauen, wie es dann mit unserem kleinen Mika weitergeht. Ich hoffe natürlich auch, dass der Part euch gefallen hat und freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Würde mich natürlich genauso freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Oder ja, wenn wir uns auch in einem von meinen anderen Videos wiedersehen. Lasst mir auf jeden Fall sehr gerne auch irgendwie Feedback da. An der Stelle würde ich dann erstmal den Part beenden. Freue mich, wie gesagt, dass ihr dabei wart und wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.